Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Gestern war ein Entwickler-Talk, The Deck, wo gespielt wurde und gleichzeitig zwischen verschiedenen Leuten von Ubisoft darüber philosophiert wurde, was in der Season und was Ende der Season noch kommt. Mit dabei war ein Community-Developer, der Game Director hier und hier unten ist der Senior Producer. Und die haben ein paar sehr interessante Sachen gesagt. Und die würde ich jetzt einmal gerne mit euch durchgehen. Zusammengefasst, weil der Stream war um die 1,5 Stunden lang und ist auch nur auf Twitch. Heißt, der wird auch bald verschwinden. Den gibt es nicht auf YouTube. Deswegen hier einmal kompakt zusammengefasst, was die Kollegen hier erzählt haben. Auch nochmal Shoutout an Flocko, der hat mir den Reddit-Beitrag zugeschickt. Das heißt für mich ein wenig weniger Recherchearbeit. Okay, starten wir rein. Als allererstes wurde darüber gesprochen, über das Fleet Management, was ja für Season 2 angekündigt ist. Und es wurde so durch die Blume gesagt oder announced, dass damit die Münzrunden passé sind und dieses Fleet Management wohl dazu da ist, diese Münzen automatisch einzusammeln. Ob das alles so stimmt, warten wir mal ab. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob die wirklich zu 100% einfach eingesammelt werden. Auf einen Knopfdruck würde nämlich ein Riesenpunkt wegfallen im Endgame. Deswegen warten wir ab, was da genau kommt. Aber ja, darüber wurde gesprochen und da sollen wohl die Münzen automatisch eingesammelt werden. Dann habe ich jetzt schon öfter gehört, dass der Storage, also der Frachtraum bzw. das Lagerhaus zu klein ist. Das soll erhöht werden und das auch noch relativ zeitnah im nächsten Patch. Eine Sache, die ich sehr cool finde, es wurde über kleinere Schiffe gesprochen und mit Season 2 sollen wohl Möglichkeiten ins Spiel kommen, wie auch diese kleinen Schiffe wieder Sinn machen. Weil aktuell ist es ja so, sobald ihr im Endgame angekommen seid, gibt es eigentlich nur noch 4 bzw. 5 mit der Bark Schiffe, die relevant sind. Alle kleinen Schiffe sind eigentlich total irrelevant, weil niemand spielt ein Level 3er oder Level 2er Schiff, wenn er Level 5er Schiff haben kann. Alleine schon wegen der Ausrüstung, der Waffensteckplätze und der Geschwindigkeit, Frachtraum. Kennt das alles. Also eigentlich macht es im Endgame keinen Sinn, ein kleineres Schiff zu spielen. Mit Season 2 wird es wohl verschiedene Upgrade-Möglichkeiten geben, die Möglichkeit bieten, dann auch wieder kleinere Schiffe zu spielen. Bin ich sehr gespannt drauf. Viele von euch wünschen sich, große Schiffe werden kommen, aber es gibt keinen Zeitplan dafür. Habe ich euch auch schon ein paar Mal gesagt. Große Schiffe, das wird auf jeden Fall noch lange dauern. Ich denke nicht mal mit Season 2, 3, 4, sondern erst danach. Eventuell mit einem DLC, wo dann direkt 4, 5 Stück dazukommen können. Ich sehe große Schiffe auch aktuell nicht als so relevant. Außerdem wünschen sich ja viele von euch und ich auch natürlich für die Trophäe den Chat wieder und der soll auch mit dem nächsten Patch wieder reinkommen. Also Chat bald endlich da. Hat ja auch nur gut 1,5 Monate gedauert, aber der Chat wird endlich wiederkommen. Die Pop-up-Notification sollen in Zukunft, wenn man in einem Menü ist, in einem Shop oder in einer Manufaktur, nicht mehr aufploppen. Ich hatte ja gestern schon ein Video dazu gemacht, dass es ja auch eine Möglichkeit wäre, diese Pop-ups einfach an eine andere Stelle zu packen oder die transparent zu machen. Aber diese Pop-ups werden einfach nicht mehr auftauchen, wenn ihr in irgendeiner Art vom Menü seid. Auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Workaround. Dann werden wohl Änderungen zum Wind vorgenommen. Aktuell ist ja so, dass man teilweise gar nicht nachvollziehen kann, wie der Wind sich hin und her dreht. Da sollen Änderungen kommen. Ob das Besserung verschafft, ja, warte mal ab. Ich bin sehr gespannt. Windänderung, bin ich ganz ehrlich, kann ich nur sehr, sehr begrüßen. Jeder von euch und ich auch hasst Gegenwind. Und man hat viel zu oft Gegenwind. Und wenn wir jetzt hier gerade mal den Stream gucken, also die Entwickler sind davon auch nicht verschont und haben auch mega viel Gegenwind. Clans und Gilden sollen in Zukunft kommen, gibt es aber aktuell keine Timeline zu, wird also bestimmt noch dauern. Ich gehe mal nicht von Season 2 aus, vielleicht mit Season 3, vielleicht mit Season 4, da müssen wir auf jeden Fall noch abwarten. Wurde quasi bestätigt, aber es gibt keinen Zeitpunkt, wann das kommen wird. Auch ein Feature, was mega viele sich gewünscht haben, was endlich kommt. Shoutout geht raus. Ich glaube, Yakuza war es mit über 300 Silbertruhen oder über 400 oder was weiß ich, wie viel du mittlerweile schon hast. Es wird ein Feature kommen, auch mit dem nächsten Patch, dass man alle Truhen auf einmal öffnen kann. Also für alle da draußen, die noch mehrere Silbertruhen haben oder jetzt anfangen, Silbertruhen zu farmen.
Packt ihr auf die Bank, es wird ein Feature kommen, womit man alle auf einmal öffnen kann. Sehr, sehr geil. Halsabschneider-Mission, die PvP-legendäre Schatzkarte, dieses Ereignis werden wir nicht mehr schnell reisen können. Das heißt, wenn ihr einmal beigetreten seid und wenn es losgeht, kann man nicht mehr schnell reisen, wenn man die Karte nicht trägt. Das sollte auf jeden Fall ein wenig mehr Fairness geben. Ich denke auf jeden Fall auch eine wichtige und richtige Änderung. Dann wird es natürlich auch wieder ein neues Pet geben. Also aktuell haben wir ja nur Lemuren und Katzen. Da soll wohl ein neues dazukommen. Und man überlegt, ob man nicht den Transmog, also die Änderung am Schiff, die ja ein wenig verdeckt wird durch Panzerung, aus- und einstellen kann. Da wurde aber auch noch keine Timeline gesagt, aber man überlegt, ob man das macht und implementiert und wie man das macht. Außerdem Rocket Aiming, wisst ihr ja, die Rocket, der weiße Pfeil, den ich am Anfang gar nicht gesehen habe, kann man sehr, sehr schwierig sehen. Das soll auch bald geändert werden, so dass dort das Aiming sehr viel besser ist und man das besser sehen kann. Und das Ding, das für mich eigentlich, also das ist das Wichtigste vom Wichtigsten, die Cosmetics, die nur für die Top 8 in der Bestenliste, ihr erinnert euch, der Skin, den nur die Top 8 in der Season Bestenliste bekommt, der wird ausgeweitet. Es wurde nicht gesagt, inwieweit das ausgeweitet wird, aber für alle, die jetzt sagen, ey, Top 8 schaffe ich eh nicht, ich höre auf, Münzen zu sammeln. Leute, das wird ausgeweitet. Ich weiß nicht, ob es dann komplett für Diamant ist. Das würde ich bevorzugen, dass einfach alle, die einmal Diamant geschafft haben, dieses Skin bekommen. Aber das wurde nicht genau spezifiziert. Ich werde gleich auf jeden Fall meine Münzrunde machen, um da weit oben zu bleiben, dass ich da nicht aus der Top 50 und Top 100 rausfalle. Aber ja, nicht mehr die Top 8 bekommt diesen Skin. Das hatte ich ja schon in Videos vorher gesagt. Das müssen die auch diese Season schon anpassen. Und das machen die auch. Also der Skin ist nicht nur für die Top 8, sondern für mehr Leute dann freischaltbar. Und dann noch drei Kleinigkeiten. Map Expansion, also die Vergrößerung der Map, wird kommen. Gibt es aber keinen Zeitpunkt. Shanties, die wir uns alle wünschen, werden bald auch dazu kommen. Gibt es aber auch keine Timeline, wird also auch noch was dauern. Und mehr Spieler auf einen Server ist auch etwas, wo sie drauf schauen. Gibt es aber auch noch keine Pläne. Also die drei Sachen werden vielleicht irgendwann kommen, aber gibt es noch keine Timeline zu. Aber die Big 3, würde ich auf jeden Fall sagen, ist der Skin mit der Top 8, Gegenwind, kleine Schiffe sind wieder viable, der Open All Button, also viele, viele coole Sachen, ehrlich gesagt. Es wurde auch ein bisschen über Angeln gesprochen, da gibt es aber noch keine Pläne zu. Also wirklich viele, viele coole Informationen, auch vieles, was auch in den nächsten Patches kommt. Also da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Hätte ich gar nicht gedacht, dass da so aktiv dran gearbeitet wird. Über Bugs und Fehler und Quality of Life Änderungen, abgesehen davon, was ich jetzt gerade erzählt habe, wurde nicht gesprochen. Ich hoffe, dass da auch viel kommt. Bugfixes, es gibt so viele Bugs, habe ich euch ja schon öfter mal erzählt und gezeigt. Ich hoffe, dass da auch dran gearbeitet wird. Aber das sind sehr, sehr viele Good News. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Was fehlt noch? Was muss noch rein? Und freut euch auch so über die Änderungen. Da kommen ja echt einige Sachen rein. Und das auch schon relativ früh. Sie haben keinen genauen Zeitpunkt gesagt, aber nächster Patch. Klingt jetzt nicht so erst wie nächster Monat, sondern wirklich in den nächsten 1-2 Wochen. Es kommen ja auch einige Patches, alleine schon durch die Season, wenn da Änderungen an den World Events stattfinden. Also so lange wird das nicht dauern. Da bin ich sehr gespannt. Freue mich sehr drauf. Wenn ihr nichts verpassen wollt zum Thema Skull & Bones, dann auf jeden Fall ein Follow da lassen. Dann werde ich euch auf jeden Fall up to date halten und ein Like auf dem Video lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.